Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen sonnigen Tag im Dorf am See. Heute wollen wir nach Kostovia. Ich habe ja gestern Abend noch Messer gemacht und Fleisch gebraten und heute laufen wir jetzt sofort Richtung Kostovia. Bewaffnet sind wir, unsere Jäger, unsere Lamberta und unsere Malvina, die haben Werkzeug, dass sie arbeiten können. Zur Malvina gucken wir noch mal, es ist ja noch nicht mal um 7, die müsste noch zu Hause sein. Hier müsste sie eigentlich drin sein. Hallo? Nee, wo ist denn die? Ach, hier stehen sie alle, Peter. Ihr seid doch, wieso seid ihr in dem Haus? Hä? Ich habe euch doch hier gar nicht einquartiert. Mit dem Wildschwein kann man wieder punkten. Nochmal eine Wildsau. Wild 41. Ich möchte was sagen, schöne Frage. Muss ja jetzt nachdenken. Da wird er mit der Wildsau. Das ist doch zu viel. Was sucht denn ihr hier in dem Haus? Mensch, die eine wohnt hier und die andere wohnt da drüben. Und treffen sich in der leerstehenden Bude. Naja, gut. Bewaffnet sind wir und jetzt laufen wir Kostovia. Was haben wir für ein Gewicht auf dem? Ja, nur Beilenmesser haben wir 15, genau, das haben wir. Ich habe auch vergessen zu gucken, was mit unseren Steinmessern war. Ob das wirklich an dem mit unserer Hacke. Das wirklich an dem ist, dass ich so viel gekauft habe. Weil diese ist gleich im Prinzip fortlaufend von dem vorhergehenden Tag. Ich habe nur gespeichert zwischendurch und das Spiel nicht beendet. Deswegen bin ich nicht dazu gekommen oder habe ich nicht dran gedacht, in die Aufnahmen zu gucken. Aber das mache ich. So, weil das hier ist definitiv die letzte Aufnahme, die ich heute mache. Denn es ist inzwischen reale Zeit 23.18 Uhr, also diesen einen Tag mache ich noch und dann begebe ich mich auch ins Bett. Und wenn ich lege mir einen Zettel sogar her, ehe ich die nächste Aufnahme starte morgen, da gucke ich erstmal, was mit dem Steinhacken los ist. Ich kann mir das echt gesagt nicht vorstellen, dass ich 8 Stück mit einmal gekauft habe. Aber ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren, vielleicht war ich es ja doch. So, das Wiesent lassen wir erstmal hier links liegen, oder rechts in dem Fall. Und wir flitzen hier runter zum Wasserfall. Und da können wir dann abbiegen. So, und auf dem Weg nach Kostovia ist klar, dass wir da unten am Fluss noch ein paar Steine suchen, dass wir da noch ein paar Messer zusammenknibbeln. Alwin, ich weiß nicht, was der von Quest heute hat, aber ich denke mir, das wird sein komischer Hacken-Quest sein, dass wir seine Hacke in Borovor beim Falibor abholen müssen, weil er nicht dazu kommt. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Steine. Stecker haben wir 72, haben wir eigentlich schon relativ gut. Und jetzt nehmen wir noch ein paar solche Ahornreiser mit. Da können wir ja nochmal aufladen. Geht ja ratzfatz im Prinzip. Na, selber nun haben wir schon 91 von den paar Ahornreisern. So, jetzt laufen wir gleich runter in Richtung Fluss. Das haben wir auch gleich immer.
zum Trinken in der Nähe. Und da finden wir auch schon wieder die nächsten Steine. Einen haben wir schon wieder. Na ja, haut doch hin. So, gleich noch zwischendurch hier runter was trinken. Und vielleicht auch mal gleich mal die gucken. Oh ja, wir können auch wieder mal waschen gehen. Nicht, dass wir uns wieder sagen, es wäre vielleicht besser, wenn du dich erstmal waschen tust. So, wir sind sauber, können wir wieder raus. Und hier ist noch breit blättriger Wegerich, steht hier massenweise, nehmen wir auch noch was mit. Denn wir müssen auch für den Winter vorsorgen, wenn wir wieder auf Jagd gehen. Denn da gibt es das Zeug nicht. Echten Stein haben wir doch schon. Perfekt. Die Steine haben wir jetzt. 32. Thank you.
So, und dann werden wir gleich mal ein paar Messer machen. Nur 41 Steine. So, Barasimir wird jetzt 20 Messer machen. Und wir sehen uns gleich wieder. Erst wird er noch was essen, nicht dass er zwischendrin einen Hungerschock kriegt. So. 40 Steine und 20 Messer, 40 Steine. Gott, alles, ihr wisst, was ich meine. 20 Messer und wir sehen uns gleich wieder. So, 20 Messer haben wir jetzt gemacht und jetzt schnurstracks, aber wirklich schnurstracks nach Gostovia. Die Messer verkaufen. Und schauen, was wir für Quests haben. Wir gucken aber vorher noch mal in unser Management, unsere Fähigkeiten. Ne, Diplomatie haben wir keinen Punkt dazu gekriegt. Gut, die anderen Punkte vergeben wir dann, wenn wir wieder zu Hause sind. Diplomatie wäre jetzt reizvoll gewesen, damit wir noch mal den Tauschhandel aktivieren können, dass wir ein paar Groschen mehr kriegen für unsere Messer. Aber ist leider noch nicht. Jetzt müssen wir uns noch mehr mit den Leuten unterhalten, damit wir Diplomatiepunkte bekommen. So, jetzt als erstes zur Jaro Kniva. Wie spät haben wir es? 14 Uhr ist es nämlich schon wieder. Und wen haben wir hier denn hier sitzen? Das ist die Amerika. Das ist eine neue Siedlung. Reputation 150. Das war mir klar, dass das jetzt kommt. Gut, alles klar. Arm lecken. Hätten wir deine Wache. Ich habe 35 Messer für dich, Mädel. F525, gut. Habe ich sonst noch was drin, was ich dir verduckeln kann? Nein. Nee, das behalte ich alles. Alles klar. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. So, mal gucken. Wie viel Reputation haben wir denn? 148. Ich glaube es nicht. Reputation. Na gut. Alvin, wo bist du? Alter Spitzbub. War nicht hier oben? Alvin? Na, das werden wir uns mal gleich mal raus. Journal. Alvins Geschichte. F. Ja. Doch, da ist hier oben. Da ist wieder oben auf dem Hochfeld hier oben. Alles klar, Herr Kommissar. Hier häckelt er noch rum, der Alvin. Was ist denn das? Alvin, bleib hier. Gibt's Neues? Ja, heißt er da. Nun, das ist ja traurig. Kannst du nicht einfach den Schiff müssen wir sehen. Sein Trinkschlauch müssen wir reparieren lassen. Alles klar. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Du musst die Arbeit. Dies ist mein Favorit. Ich hänge daran. Ein Dorf, in dem es westlich von hier gibt, ein Dorf, in dem es eine Näherei gibt. Bitte, ich komme wieder, wenn er repariert ist. Naja, alles klar. Gut, jetzt rammeln wir noch die Nizia, um seinen Schlauch zu rappen. Das ist ein Sackgänger mit seinem Zeug.
Da hätten sie sich auch mal ein paar bessere Quests einfallen lassen können. Hier rammelst du ja nur quer immer die Karte immer mit dem Alvin. Dann will er zum Sambo, da flitzt du da wieder hin. Dann flitzt du lieber nach Borowo, weil er da wieder was braucht. Ach je. Der weiß, die Leute zu beschäftigen. Und hier steht der alte Unigos schon wieder rum. Haben wir eigentlich noch ein Quest hier hin? Ne, haben wir keine, aber wir haben in Borowo ein Quest. Und bei uns haben wir auch ein Quest. Was will denn die schon? Gut, alles klar. Wir gucken aber erstmal nach Borowo, ob wir da irgendwas Einfaches haben. Dass wir vielleicht die 150 voll machen können. Denn in Denizia oben, die werden dann auch 150 von uns verlangen. An Reputation. So, da schwimmen wir gleich nochmal hier durchs Wasser und da trinken wir auch was und waschen uns nebenbei. Hier haben sie auch gesagt, dass halt irgendwann mal was am Strand liegen, aber ich habe ja schon so oft den Strand abgeguckt, ich habe noch nichts gefunden. Na gut, wir flitzen mal hier hoch. Wer hier ein Quest für uns hat. Oh Manfred, oh Manfred, guck an. Wo ist er denn? Da hinten steht er, da ist doch nicht der, der wieder Zoff mit seiner Alten hat, oder? Machen wir erstmal Schnellspeicherung. Kann ich dir irgendwas helfen? Okay. Nacht, schrecklicher Sturm. Ja, unser Haus. Könntest du bitte helfen, Ressourcen zu sammeln, um es wieder aufzubauen? Ich werde dich fürstlich bewohnen. Okay, ich werde dir helfen. Was brauchen wir denn? Dann schauen wir rein ins Journal. Wenn es zu viel Arbeit macht, lassen wir den Scheiß sein. 31 Stöcke und 7 Rundholz. Und was kriegen wir? Dynastie-Reputation. Alles klar. Und 40 haben wir eine Hacke dabei. Haben wir unsere Axt dabei. Was ist denn das? Vor 2 haben wir unsere Hacke. Ach, die so gleich. Eine Hackebahn. Haben wir Steine. Naja, gut. Eine haben wir 2 und Stöckchen haben wir auch, da bauen wir uns gleich mal die Axt. Aber auf die Reputation kann man halt nicht verzichten. Sieben Rundholz, naja gut. Da haben wir hier oben 2 seine Ahorn weg. Und da ist die Sache schon erledigt. Ein Stöckchen braucht er auch noch, die kann er kriegen. Haben wir ja fast alle. Ja. Der kullert nur weg hier, dann wäre ich aber bes. So, 4 Rundholz haben wir schon. Die Schaufel habe ich hier auch dabei. Ach ne, die lassen wir stehen. Hier machen wir noch mal 4 Rundholz. Da haben wir 8 Rundholz und das reicht uns. Die können ja ruhig für die Sonja wieder nachwachsen hier. Die wollen wir ja nicht abrupfen, wegmachen. Ja, 1, 2 mal zuschlagen. Rundholz, 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 Rundholz. Und jetzt der Manfred, wo ist er denn? Manfred, wir kommen. Manfred, da ist er. Hallo Manfred. Hier, und das sollte reichen, die Materialien. Vielen Dank, bitte, bitte. Gern geschehen. Wollen wir mal gucken, ob wir hier jemanden haben. Zum Mitnehmen. Wer ist denn das? Die Leonarda. Haben wir mit dir schon gequatscht. Die ist 24, ich habe eine neue Siedlung. Hast du im Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Bin Jagd eingestiegen. Irgendwelche Tipps? Hast du im Moment Zeit? Schönes Wetter findest du nicht? 60. Hast du im Moment Zeit? Ich glaube, es geht ja gut. Naja, hast du im Moment Zeit?
geht ja gut, 70. Ich schaffe eine neue Siedlung. Gut, sehen wir uns dort. So schnell geht das. Gut. Ja, Leonarda. Du kannst jetzt aber laufen. Das ist ein ganz schöner Weg bis dort. Soll ich dich tragen? Gut. So. Dem Mädel gibt man jetzt erstmal schön ein Haus. Das ist die vierte Frau, die wir haben. Also dritte Frau, Entschuldigung. Kleines Haus am Wald. F. Bewohnerin zuweisen. Die Leonarda. Was kann die? Die ist im Crafting. Oh, die ist im Crafting gut. Die können wir in die Schmiede stecken. Die stecken wir in die Schmiede. Jawohl! Du wirst Schmied, Mädel. Gut, ja, wir laufen jetzt nach Hause erstmal. Ja, wieso? Habe ich da nicht das Haus zugewiesen? Wieso zeigst du das da oben noch an? Nochmal. Leonarda. Haus zuweisen. Haben wir doch gemacht. F. Gut. Jetzt ist es weg. Gut, alles klar. Und es wird dunkel. Und wir haben 884 Meter bis nach außen. So. Aber das ist immer kein Problem. Wir flitzen jetzt dahinter und dann durch den Wald hoch. Ja, tun wir die jetzt in der Frage. In die Schmiede? Ja, das ist uns eigentlich sicherer, dass wir das Mädel in die Schmiede stecken, dass die Steinmesser macht und Äxte. Steinäxte. Immer bloß mit 10%. Denke ich mir. Ja. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Also mit 50-50 nicht, denn so viel Steine haben wir auch gar nicht. Da musst du ja dann auch für Steine sorgen und für Stöcke sorgen. Aber wenn wir so mit 10%, da müsste das eigentlich gut gehen. Weil da macht sie ja nicht unbedingt so viel. Haben wir denn überhaupt noch dabei? Wir haben Stöcke, haben wir noch 8. Gut, alles klar. Da können wir unterwegs mal noch welche suchen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass wir unsere Malvina sagen, dass er Stöcke mitsuchen soll. Oder wir lassen sie mal einen Tag komplett Stöcke suchen. Mal sehen, ob das sich ausgeht. Haben wir noch ein paar Steine mit hier? Müssen wir mal schauen. So, wir haben es doch gleich wieder geschafft. Wir müssen mal weiträumig umgehen. Da oben kommt wieder Wiesens an. Wie Sende.
Ah, die gehen jetzt zum Wasser. Was trinken, oder? Trinken die oder latschen die bloß durch? Das sieht so aus, als ob sie trinken. So, was haben wir denn als Stecke hier drinnen? Stecke haben wir 243. Und wir haben ja auch noch welche mitgebracht. 72. Steine haben wir 7. Und was haben wir noch an Stein hier drinnen? 163 Steine, also da kämpfen 315 Stecke, da kann man ja jetzt schon mal sagen, dass genau. So, wir gehen jetzt. Die Fackel ist schon wieder mal kaputt gegangen. Gehen wir schnell hier rein, solange wir noch was sehen, und holen uns noch mal ein bisschen Stroh. Müssen wir uns auch wieder mitbringen, Stroh. Oh ne, wir haben noch 163. Wir bauen ja jetzt nicht mit Stroh, sondern mit Brettern. 27 Rundholz. Ach, noch mal eingucken. Was haben wir denn noch an Messer? Haben wir noch 4 und Steinäxte haben wir noch 3. Alles klar. Haben wir hier noch das Fleisch 29 mal. Ja, ihr kennt das ja. Barasimir wird jetzt noch mal Fleisch braten. Erstmal müssen wir uns eine Fackel bauen, damit wir überhaupt Feuer anmachen können. Und wir sehen uns nächsten Tag wieder. Aber jetzt überprüfe ich gleich, was mit den Steinhacken ist. So, die Fackel tun wir. Wo ist er? Wo ist er denn, der Fackel? Ich bin wieder blind. Da ist er doch.
Da. F. So. Fackel an. Feuer anmachen. Genau, wir sehen uns dann nächsten Tag wieder. Und ich sag schon mal tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.